Alle wollen alt werden, doch keiner will es sein. Daraus entsteht die Frage, ab wann man wirklich alt ist. Konventionell gesehen gilt man mit 65 Jahren als alt. Das heißt aber nicht automatisch, dass ein Alter von über 65 Abhängigkeit und Krankheit bedeutet. Die Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen nimmt aufgrund einer kontinuierlichen steigenden Lebenserwartung enorm zu. Doch wie heißt es so schön? Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und wie man sich fühlt, darüber entscheiden unsere Gedanken und Einstellungen. Wir haben uns umgehört und das ist dabei herausgekommen. Ab wann ist man eigentlich alt? Ich finde, dass man ab 70 Jahren alt ist, weil dann merkt man das auch und irgendwie verändert man sich dann nicht mehr. Das ist verschieden. Aber wenn es der Exakte gesagt, nein, das kann man nicht sagen. Ich kann nicht sagen, mit der Pensionierung bin ich alt. Das kann man nicht sagen. Das ist wirklich ganz individuell. Wann man graue Haare kriegt? Oder wann man verwenden wird? Das ist verschieden, wenn man sich alt fühlt. Das kommt jetzt drauf an. Ab der Pension, für ein Kleinkind bist immer alt. Alt ist man dann, wenn der Bürgermeister zur Geburtstagsfeier kommt, weil dann wird es verdächtig. Woran erkennt man das Alter oder welche Merkmale weisen alte Menschen auf? Ja, in meinem Fall ist in erster Linie die Interessenlosigkeit, was man einige Leute haben, dass sie einfach keine Interessen mehr haben. An die Falten und also die Lachfalten auch und irgendwie verändert man sich auch so charaktermäßig ein bisschen und schaut die ganze Zeit so weird aus. Es ist schwierig. Es ist auch verschieden. Es gibt gesunde alte Menschen, die super ausschauen. Es gibt kranke alte Menschen. Das kann man nicht generalisieren. Merkt man, wenn man die Zähne verliert, wenn man weiße Haare kriegt, Falten, Altersflecken. Was ist denn das da für ein Kastel? Danke, Isabel. Wie seid ihr auf das?